Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Diablo 4 Wessel of Hatred. Ich habe mal kurz da hinten so ein paar Sachen weggeschmissen, ne, damit mein Inventar nicht ganz so voll ist, damit wir es auch noch packen bis zum Schluss dieser, ja, dieses Gewölbes. Weil wer weiß, wie lange das noch geht und was noch alles droppt. Und von daher habe ich mal diesen anderen Low-Kram weggeschmissen. Und wir gucken mal. Nicht, dass hier noch der gute Stoff fällt. Na, kaum sage ich's, ne? Schon mal zwei gelbe Sachen, immer besser als lila. Okay, wir haben hier wieder zwei Möglichkeiten. Okay, das ist eine Sackgasse. Das sieht nicht gut aus. Die Tür ist versiegelt. Nerell, was sagst du dazu? Ist das einer dieser Schutzvorrichtungen? Womöglich eine Prüfung. Zwei Hände, die nacheinander greifen. Der Bogen! Er fällt hinfort. Greifen Sie nach etwas oder lassen Sie los? Vielleicht müssen wir auch etwas loslassen. Eine Opfergabe. Stein, nehmt ihn! Ihr wisst, dass das nicht funktioniert. Er ist an euch gebunden. Das andere habe ich längst verloren. Meinen Arm, mich selbst. Was soll ich sonst noch geben? Der leere Raum, den sie hinterlassen haben. Womit habt ihr ihn gefüllt, Nerell? Sauer. Schuld. Genug. Ich lasse alles los. Geht es euch gut? Nein. Ich fühle mich leer, erschöpft, aber danke der Nachfrage. Grausam, nicht wahr? Wie manchmal das am meisten schmerzt, was am besten für uns ist. Die Tür wurde entriegelt, findet die Grabkammer mit Eru und Nerell. Bild scheppert echt rein, ey. Und das ist noch das Levelbild, ne? Ich bin mal echt gespannt. Wie der dann abgeht, wenn ich dann das ultimative Gear dazu habe. Ein leerer Raum? Ganz und gar nicht. Die nächste verschlossene Tür. Oder versiegelte Tür. Diese Feuerschalen innen denen in Travinkal. Das tun sie. Ich werde Akarats Licht erneut anrufen. Seltsam. Meine Verbindung zu den Geistern fühlt sich schwächer an. Na also. Ich musste nur etwas weiter ausgreifen. Okay, so wie er eben gestöhnt hat, hätte man auch was anderes denken können. Rituelle Feuerschale stellt sicher, dass alle Feuerschalen entzündet sind. Man eine erlischt eine andere. Es muss eine bestimmte Reihenfolge geben. Aha.
Also, ich bin der Meinung, ich habe als die, also, nochmal. Ich bin hier hochgegangen, hab die angemacht, dann gingen die beiden an. Dann haben wir gekämpft. Dann bin ich hier rüber gegangen, hab die angemacht. Dann sind wieder welche ausgegangen. Dann bin ich hier hochgegangen, hab die angemacht. Und dann habe ich die angemacht und dann gingen alle. Also rechts, links, oben, unten. Diese vier Dinge kommen mir zu. Vielleicht geht es auch schneller. Keine Ahnung. Zumindest hat das geklappt. Auf dem Boden? Ich kann mich nicht bewegen. Diese Prüfung ist nicht für uns gedacht. Macht keinen Scheiß. Wir haben wohl im Alter nachgelassen, was der Gatte. Oh mein Gott. Verlorene Seelen, ihr alle. Es ist so dunkel. Ich habe Buße getan. Glaubt mir, es war zu spät. Wir waren diejenigen, die zu spät kamen. Nach allem. Einfach übergangen. Wir haben euch nie vergessen, Donan. Niemals. Alter! Du scheppert denn nur rein. Sondern Gebilde der Gruft. Wir kannten sie einst. Sie haben uns dabei geholfen, Lilith zu besiegen. Und sie alle sind dafür gestorben. Wo der dunkle Wanderer geht, folgt die Zerstörung. Wir haben wieder ein Rezept bekommen und eine 550er Kopfbedeckung. So soll es sein. Weiter geht die wilde Fahrt. Ich habe von einem Tor im Herzen der Gruft gelesen. Ist es das? So muss es sein. Müssen wir das Ritual noch einmal durchstehen? Welches Ritual? Ihr werdet sehen. Ich werde euer beider Hilfe brauchen. Ohne Marka wird dies schwieriger sein. Ro Yise! Wu Kise! Ro Yise! Wu Wutsa! Akarat! Könnt ihr fassen, dass wir es geschafft haben? Gewölbe des Lichts. Ich habe nie daran gezweifelt, Nerel. Akarat. Wir haben es geschafft, endlich. Thank you.
Ihr könnt jetzt loslassen. So lang habe ich von diesem Moment geträumt. Endlich schweigt mein Verstand. Mein eigener. Dieser Ort wird ein deutlich besserer Wächter für den Stein als ich. Danke, dass ihr ihr helft, Eru. Nicht. Ich tue das für Nahantu. Geister, vergib mir. Besseres von mir verdient. Mein Teil ist getan. Tut ihr nun den euren. Dies ist nicht das Ende, das ich für uns wollte. Genug. Verdammt sollen eure Spielchen und Lügen sein! Welch süßer Hass! Ein Moment des Verrats, schon sinkt mein Blut in euch. Nur wenige Sterbliche sind ihres Geburtsrechts so würdig. Ich gebe euch die Gewalt, nach der ihr euch sehnt. Alter Schwede, Bote des Hasses, Reich Mephisto. Haltet sie von Akkarat fern! Ja gut, wie, was, wer? Achso. Eure Angriffe bewirken rein gar nichts. Ich weiß, ihr seid müde, Akkarat. Wir brauchen euch bloß noch ein letztes Mal. Unserem letzten Kampf wart ihr nicht zu schwach, Akkarat. Was für eine Verschwendung. Eure Kraft, diese Sterblichen.
zu schaffen. Sie wird dahin ziehen und eure Gaben spielen. Ob durch meine Hand oder durch den Zahn des Zahns. Der Tod ist die größte Schwäche der Menschen. Der Tod macht uns nicht schwach, Wolf. Er macht uns bedeutsam. Ihr seid selbstverständlich. Aber wir sind Wunder. Jeder Einzelne. Oh mein Gott. Dann greift ihn von innen heraus an. Du bist verwundbar. Seht, Schimmer von Alcaraz. Alter. Nehmt sie euch. Wir brauchen die Essenz. Ressourcen erschöpft. Okay, danke. Ey, den Buff will ich immer haben. Ihr betrug wurde von eurer eigenen Achtlosigkeit für seine kostbare Geisterwelt gesät. Ihr habt euren Auftrag über eine Handlung gestellt. Über ihn. Ich hatte kaum Mühe, ihn auf meine Seite zu ziehen. Nicht mehr viel? Ich muss wieder zu ihm stoßen. Ein letztes Mal. Lasst uns beenden, was wir vor so vielen Jahren begonnen haben. Schlagt zu, Wanderin! Haltet euch nicht zurück. Diesmal wird er sterben. Und ich mit ihm. Aber das ist der einzige Weg. Er ist sein Opfer. Lasst uns nicht umsonst bleiben. Wow. Für mich getan, als ich mir je hätte vorstellen können. Ich verspreche euch, dass ich es nicht vergesse. Ich verspreche, nicht aufzugeben. Ihr müsst nicht mehr nach mir sehen.
Es wird Zeit für euch zu gehen. Als der Tod das erste Mal an meiner Tür stand, erwartete mich die Geisterwelt. Aber jetzt, jetzt habe ich Angst. Mephistos Stimme ist verstummt, aber Hass wie auch Furcht überdauert. Erinnert euch daran, dass selbst Akkarath Angst hatte. Akkarath wartet. Werde ich euch jemals wiedersehen? Ja, Nerell. Das werdet ihr. Oh ja, oh ja. Alter. So lieben wir das. So lieben wir das. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier alles haben. Hat sich doch gelohnt, dass ich hier aufgeräumt habe. 550er Stangenwaffe mit Geschicklichkeit und Crit-Schaden. Mega gut. Okay, den Rest werden wir dann einfach zerstören. Wir brauchen da die Aspekte. Das ist eine Hand. 532. Die Beine. 531er. Sehr gut. Reden wir mal mit Nerell. Was könnte Mephisto mit Akkarats Körper vorhaben? Diese Leiche lag über ein Jahrtausend in der Geisterwelt. Wer weiß, wie viel Macht ihr jetzt innewohnt. Und Mephisto hat die Körper von genügend Heiligen zu Marionetten gemacht, um mich vermuten zu lassen, was er als nächstes vorhat. Wir müssen ihn aufhalten. Koste es, was es wolle. Suchen wir Eru. Wir brauchen Antworten. Wir müssen Eru finden. Nutzt ein Portal zur Spiegelklippe. Wir sind Stufe 50. Oh, Rahir ist im Rang auch noch gestiegen. Mega gut. Muss er hier irgendwo sein, in diesem Gebiet, vielleicht hier unten im Süden. Blut. Er muss hier irgendwo sein. Hoffen wir, dass er den Stein immer noch hat. Hört auf, davonzulaufen und stellt euch, Eru! Dafür wird es noch genügend Zeit geben, meine Freundin. Wir sind keine Freunde. Das habt ihr überaus deutlich gemacht. Was hat er euch geboten, um uns zu hintergehen, Eru? War es das wert? Mephisto hat geschworen, alles, was ich liebe, vor dem Kommenden zu verschonen. Selbst in dem Wissen, dass ich es nie erleben werde, würde ich meine Entscheidungen nicht rückgängig machen. Ihr könnt euch nicht auf Mephistos Versprechungen verlassen. Er wird sein Wort bei der ersten Gelegenheit brechen. Es ist noch nicht zu spät. Sagt uns einfach, was ihr mit dem Stein und dem Körper gemacht habt. Wir können das immer noch gerade rücken. Ich bin nicht gekommen, um etwas wieder gut zu machen.
Das ist unmöglich. Ihr bekommt, was ich euch schuldig bin. Eine Abrechnung. Heute habe ich entschieden, euer Vertrauen zu brechen. Und ich muss jeden Tag meines Lebens entscheiden, es wieder zu tun. Und ich sage euch, so stark bin ich nicht. Schluss mit den Ausreden. Hier ist also, was ihr wollt. Hier ist eure Rache. Kommt und holt sie euch! Oh, Eru. Er hat einen Kampf begonnen, von dem er wusste, dass er ihn nicht gewinnen kann. Mephisto in das Gewölbe zu bringen, hat ihn fast das Leben gekostet. Und als das nicht der Fall war, bat er uns, ihn zu töten, seinem Schmerz ein Ende zu bereiten. Meint ihr wirklich, dass es richtig ist, ihn gehen zu lassen? Ich weiß, wie sich das anfühlt, mit der Schuld zu leben, jemanden verletzt zu haben. Und ich weiß zu gut, wie es ist, dem Herrn des Hasses gegenüberzustehen. Eru hat die einzige Entscheidung getroffen, die er zu haben glaubte. Es ist schrecklich und erdrückend. Aber er hat bereits das Schlimmste getan, das er uns antun konnte. Überlassen wir ihn sich selbst. Akarat hätte es so gewollt. Wenn wir ihn töten, berauben wir ihn der Entscheidung, sich zu bessern. Es ist Zeit, dass wir ins Huradrische Gewölbe zurückkehren. Womöglich finden wir dort etwas, das uns gegen Mephisto helfen kann. geworden und wir sollen auf der anderen Faden sprecht im Huradrischen Gewölbe mit Nerel. Ist ja wieder zurück in Kyovoshat beziehungsweise in den zersplitterten Gipfeln. Vielleicht hätte ich mal verkaufen sollen, ne? Ah, hier gibt's auch einen Schmied. Alles gut. Können wir hier uns erleichtern. Kommt wieder, wenn ihr etwas braucht. Jo. Moment, ich bin noch gar nicht fertig. Oh, Moment mal. 600. Alter. Hab ich gar nicht gesehen, wann habe ich denn die bekommen? 600er Maske? Ziehen wir natürlich an. Es sieht natürlich strange aus. Aber. Mega gut. Nehmen wir den Aspekt mit. Oh, wie viele Pflanzen sind denn hier? Geil. Alles mitnehmen. Die Sachen sind wichtig. Horadrische Gewölbe. Da waren wir doch auch schon mal, ne? Na klar, in der Hauptstory. Du hast mir früher ein Lied vorgesungen. Manchmal erinnere ich mich fast daran. Aber wenn es wieder fort ist, ist es, als wäre es nie gewesen. Erinnert ihr euch an eure Mutter? Vielleicht. Alles vor Mephisto ist so fern. Ein Traum, der einst mein Leben war. Ich erinnere mich, dass sie mich geliebt hat. Das reicht. Das muss reichen. Wir sind hier, weil wir etwas suchen. Wissen. In diesem Gewölbe muss es etwas geben, das wir gegen Mephisto nutzen können. Gehen wir. Na dann, rein in die Suche.
man nicht. Lorat war hier. Seine Werkbank ist mal wieder ein einziges Chaos. Sehen wir uns mal um. Vielleicht hat er etwas Nützliches zurückgelassen. Sucht nach Hinweisen. Hier leuchtet doch was. Dies scheint eine Liste derjenigen zu sein, die dem flüsternden Baum ihre Köpfe gegeben haben. Einige Namen sind eingekreist, andere durchgestrichen, vielleicht entkräftete Vermutungen. Am Ende steht Lorat Nahr. Vielleicht würde er gern wissen, mit wem er die Ewigkeit verbringen wird. Müßige Gedanken. Lilith, war eine unmittelbare Bedrohung. Wir haben uns damit darum gekümmert. Und dazu haben wir mit ihrem Vater verhandelt. Macht uns das zu einem etwas Besseren als Elias? Oder zu etwas Schlechterem? So oder so hat der alte Teufel Pläne, wie immer. Nerell, ich hoffe, ihr überlebt, um das hier zu lesen. Ich weiß nicht, ob mir die Zeit bleiben wird, meine Fehler wieder gut zu machen, aber ich gehe zu dem Baum in dem Wissen, dass ihr der beste Fehler wart, den ich je gemacht habe. Besucht mich, wenn ihr es ertragt. Irgendwer muss mich ja davon abhalten, Elias Nase abzubeißen. Lorat hat euch einen Brief hinterlassen. Ich dachte mir, dass er das vielleicht würde. Us versagt haben? Wieso sonst antwortet er nicht? Er irgendwo da draußen vielleicht eines Tages Tyrael eines Ich sah eine Schlange, die sich in den Feuern des ewigen Konfliktes wand. Auf ihren Schuppen spiegelte sich die Wahrheit. Sanctuario kann nie gerettet werden. Ich sah meinen Leichnam und aus meinem Maul kroch Hass. Ich sah meinen Leichnam. Und aus meinem Mund kroch Hass. Das kenne ich. Ragnars Prophezeiung. Lorat hat sie nie ernst genommen. Ich frage mich, was seine Meinung geändert haben mag. Muss Nerell nach diesem Zauber fragen, mit dem man mit Toten sprechen kann. Erinnere mich nicht an Donans System, Bücher zu organisieren. Spaß, als hätte er mir etwas verraten. Irgendeine Art Eselsbrücke. Was bei den Höllen war es? Wer sie? Nawal. Ihr seid die Botin aus Lorats Hütte. Was macht ihr hier? Ich bin euch gefolgt, seit ihr die Gipfel erreicht habt. Auf Pravas Geheiß. Sie will euch sehen. Pravas Ritter haben Nerell durch halb Sanctuario verfolgt. Haltet ihr uns für Narren? Vor kurzem hätte ich noch dasselbe gefragt. Dann hat Prava mir das Leben gerettet. Sie hat sich verändert. Oder vielleicht hat die Welt sich verändert. Einerlei. Gebt ihr eine Chance. Sie wartet bei Lorat auf euch. Wir können nicht ewig davonlaufen. Hören wir, was Prava zu sagen hat. Dann auf zu oberen Prava. Dann kommen wir hier schneller raus. Wo nicht? Aber ich glaube hier über Sanctuario Map. Ach, die ist auch bei Lorats Hütte. Der Kopf sieht natürlich heiß aus. Wir haben auch eine Quest zum Abgeben, ne? Moment. Vorne irgendwo. Ach, das mit dem Pilz. Ihr habt ein gutes Auge. Nehmen wir natürlich mit. Da gibt es nämlich nochmal Stuff. Aber wir wollen nochmal schnell noch zu Prava in die Hütte. Das interessiert mich jetzt nämlich wirklich, was sie zu sagen hat. Eine Wanderin und eine Ketzerin. Willkommen. Wenn etwas geschieht,
Ich werde bereit sein. Was wollt ihr, Prava? Uriva ist tot, wie ich höre. Durch eure Hand? Ja. Gut. Eure Rolle bei seinem Tod ist leichter zu vertuschen als ihre. Nerell, die Kirche sucht schon seit einer Weile nach euch. Das ist mir bewusst. So kalt und so nahe beim Ofen. Ich habe diesen Krieg gegen euch nicht gewollt, mein Kind. Wir sind nur Umstände halber Feinde. Und Umstände können sich ändern. Warum sind wir hier, Prava? Wollt ihr, dass wir um Vergebung bitten? Irgendwann vielleicht. Doch jetzt bitte ich nur um Frieden. Inarius' Tod hat Risse im Fundament unseres Glaubens hinterlassen. Urivas Taten haben diese Risse vergrößert. Wenn die Kathedrale überdauern soll, braucht sie meine volle Aufmerksamkeit. Und obwohl ihr den Stein nicht mehr tragt, seid ihr die Last doch nicht los. Die Bedrohung durch den Herrn des Hasses bleibt. Ja. Ja, das tut sie. Dann haben wir einen gemeinsamen Feind. Legen wir unsere Fehde bei. Einst, wenn sich die Kunde verbreitet hat, werdet ihr alle wieder Freunde der Kirche sein. Das schwöre ich. Möge das Licht des Vaters uns alle bescheinen. Was jetzt? Ein Freund der Kirche. Lorat wird nicht wissen, was er mit sich anstellen soll. Seid ihr wohlauf? Ja. Ich habe gerade an etwas gedacht, was Eru mir einst sagte. Erinnert euch an die Heimat, die ihr gerettet habt, und passt gut auf sie auf. Denn sie ist alles, was ihr habt. Ihr habt mehr als nur eine Heimat gerettet, meine Freundin. Nicht alles, was er euch gesagt hat, war gelogen. Warum hat er das getan? Haben wir ihn dazu getrieben? Nein, das war Mephisto ganz allein. Ich bin mit seinem Wirken gut vertraut. Er zeigt uns Wahrheiten, die so tief und erschütternd sind, dass wir all unsere Entscheidungen, unser Dasein, unsere Freunde in Frage stellen. Wenn er uns dazu bringen kann, uns selbst zu hassen, ist sein Werk schon fast getan. Das ist es, was er uns die ganze Zeit angetan hat. Aber bei euch hat es nicht funktioniert. Und nur aus diesem Grund bin ich den Stein los. Und wir stehen hier Seite an Seite, um uns der nächsten Herausforderung zu stellen. Nerell, ihr müsst mir ein Versprechen geben. Was ihr wollt. Wenn wir Mephisto finden, überlasst ihr es mir, ihn zu töten. In der Geschichte eines anderen sind wir das Böse. Niemand weiß das besser als die Horadrim. Wir alle haben schwere Entscheidungen getroffen, um zu beschützen, was wir lieben. Entscheidungen, die notwendig schienen, sogar rechtschaffen. Aber der Herr des Hasses versteht sich meisterlich darauf, die Klinge der Rechtschaffenheit gegen uns zu wenden, nur um uns schreien zu hören. Unsere Entscheidungen in der Hölle haben Nachwirkungen, die wir erst ganz allmählich begreifen. Wie wird die Geschichte den Pfad beschreiben, den wir gewählt haben? Wie Eru. Eru traf seine Wahl aus Liebe und Verzweiflung. Ich verabscheue ihn und verstehe dennoch, warum er es tat. Und wie seine Wahl ihn zur idealen Hand des Teufels formte. Eine weitere Wendung der Klinge der Rechtschaffenheit. Vielleicht glaubte Eru, das sei es wert. Nahantu und die Geisterwelt blieben von Mephistos Berührung verschont. Aber so waren sie dazu verdammt, den Rest der Welt verkümmern zu sehen. Im anbrechenden Zeitalter des Hasses.
nach einer Ewigkeit der Wachsamkeit werdet ihr hintergangen von eurer eigenen Herde. Eine Schande. Nun wird sich der Wolf erneut erheben. Eines Champions. Sprech mit Kalin, dem Boten des Ormus. Wanderin, ich bin den ganzen Weg aus Kurast gekommen, um euch zu finden. Worum geht es? Ormus schickt mich. Er bittet euch, ihn zu besuchen. Er benötigt eure Fähigkeiten. Und ein Reittier bekommen. Belohnung, Aussehen, Gewand eines unheilvollen Vorhabens. Da nix wie zu Ormus, ne? Ach, da unten, alles klar. Dann ab nach Kurast. Okay, die Geschichte geht also weiter. Akkarat ist auferstanden. Ormus, was braucht ihr von mir, Ormus? Ormus sieht euch. Er sieht all das Gute, das ihr getan habt. Und dass ihr darauf brennt, den Herrn des Hasses zu verfolgen. Doch Mephistos Pläne sind noch nicht offenbar. Die Bedrohung, die er darstellt, ist keine unmittelbare mehr. Ormus und auch Nahantu brauchen euch. Eros Verrat ist eine frisch geschlagene Wunde, doch auch andere wurden durch seine Taten versehrt. Wir haben nicht nur Maka verloren, möge ihre Seele in Frieden ruhen, sondern auch Ero, einen verehrten Ältesten. Das Volk von Nahantu trauert um alles, was es verloren hat. Nahantu muss sich wieder an die Hoffnung erinnern, Freundin. Ormus fragt euch: Was sind Helden ohne jene, die sie zum Heldentum antreiben? Ihr müsst eure Verbündeten sammeln. Alles klar. Das ist nochmal eine andere Questline, beziehungsweise eine priorisierte Quest, die Taten eines Champions. So, wir werden nochmal ganz kurz 1, 2, ihr verteilen, beziehungsweise, warte mal, eher so, ne? Und unser Söldner, der hat auch nochmal hier Rapport. Der levelt ja nebenbei auch noch. Wie alle hier aufleveln. Regiertruhe, mal gucken, was da drin ist. Ein Brustschutz, Handschutz, Gold ohne Ende. Also es lohnt sich, den Jungen zu leveln. Guckt euch das mal an. Das wird mir auf jeden Fall gleich mal weiterbringen. Und das Ding ist ja ein knappes Oberteil. Holla, die Waldfee. Und
die Hände. Der Kopf sieht echt ein bisschen komisch aus, ne? Das passt irgendwie gar nicht. Na egal. So, alles klar. Das war Wessel of Hatred, die Kampagne. Ich werde mich natürlich nochmal bei euch melden. Es ist noch nicht vorbei, ne? Wir haben, wo ist es? Da vorne. Der schleichende Hass, das ist die saisonale Questreihe, die werden wir natürlich auch noch in dem Let's Play hier behandeln. Dazu muss ich dann nach Zabin Z und dann, weil wir kriegen ja immer Level, immer diese Rufpunkte, ne, und die müssen wir jetzt mal langsam einlösen. Deswegen muss ich die erstmal als erstes machen. Und wenn ich noch Bock habe, dann können wir vielleicht noch diese kleinen Quests machen hier, um die Söldner freizuschalten und so weiter. Weil einen Söldner habe ich freigeschaltet und ja, das war doch ganz schön kurzweilig, fand ich. Man musste sie erst befreien und dann mit ihr noch zwei Bosse killen und dann hat sich einen angeschlossen. Von daher mega geil. Also von daher würde ich sagen, Dankeschön, dass ihr jetzt diese Überfolge, danke, Überlänge hier mit der Folge mitgemacht habt. Mögen die Geister euch leiten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es heißt, die saisonale Questreihe beginnt mit dem schleichenden Hass. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ciao.